Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Ich hab's schon in den Kommentaren gelesen. Ich hab den Pikmin-Staff weggeschmissen. Nein, das heißt, wir können uns jetzt niemanden mehr beschwören. Boah, das war echt nicht mit Absicht. Das Beamsword brauchen wir nicht. 59 Schaden? Nee, da haben wir deutlich bessere. Deswegen kommt das weg. Das Cross-Necklace brauchen wir auch nicht. Finde ich immer noch sehr cool, dass das so billig ist. Das wundert mich jedes Mal. Die Bomben können weg, die Kürbisse. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Ja. So, mit diesen Items könnten wir dann auch mal hier eben Quickstack machen. Dann machen wir hier nochmal einen Quickstack. Und dann machen wir hier nochmal einen Quickstack. Und schon ist unser Inventar einigermaßen aufgeräumt. Ja. Wir wollen uns auf den Weg machen. Einmal kurz auf die Karte schauen. Also, wir hatten jetzt folgende Pilzbiome abgefarmt. Das und das. Hier war auch irgendwo ein Pilzbiom. Sehe ich das richtig? Ah ja, zwei sogar. Einmal hier. Einmal hier. Die beiden würde ich dann eigentlich gerne auch nochmal abfarmen. Und dann könnten wir theoretisch auch nochmal Planterra ein bisschen besiegen. Denn, wie ihr mir gesagt habt... Oh, das ist aber mega am Ruckeln. Ja, genau, stimmt. Den Banner haben wir wirklich doppelt. Dann sollten wir den mal abnehmen. Zack, dankeschön für den Hinweis. Der kann also in die Tonne, scheiß doch drauf. Den brauchen wir bestimmt nicht nochmal. So. Ja, ein bisschen ärgerlich, ne? Mit dem Pikmin-Staff. Das weiß ich auch nicht, wie mir das passieren konnte. Ah, ey. Ich habe nur die Kommentare gelesen und dachte so, ernsthaft? Na, kann doch nicht sein. Guck das Video und mach erstmal Facepalm, ey. Ganz ehrlich, scheiß die Wand an. Ah, unkonzentriert mal wieder gewesen, offensichtlich. Und zack, so schnell ist mal ein cooles Item los. Tja, wer es hat, der schmeißt es halt weg, ne? Warum eigentlich nicht? Uns geht's scheinbar zu gut. Richtig dekadent. So, aber die Katze verfolgt uns immerhin noch auf ihrem Besen. Das ist auch schon mal was wert. Immerhin ein NPC, der uns sozusagen jetzt noch die Treue hier halten kann. Der andere wollte uns ja auch die Treue halten, aber wir haben ihn einfach weggeschmissen. So... Ja, ansonsten ein paar Planterra-Kills, warum eigentlich nicht, um nochmal ein paar weitere Items zu finden. Und sonst habe ich gar nichts weiter groß geplant, muss ich ja mal sagen. Das Pilzbiomhaus noch ein bisschen weitermachen. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal sich eh, dieser blaue Krams muss ich erstmal eh ausbreiten, damit das als Pilzbiom gilt. Deswegen heißt das erstmal abwarten, ob wir da schon genügend Matt gesetzt haben. Und ich glaube, dieses Pilzzeugs breitet sich auch ehrlich gesagt ziemlich schnell aus. Also da mache ich mir keine Gedanken, dass es jetzt ewig dauert. Und dann müsste eigentlich demnächst der erste NPC dann auch dort einziehen. Wir dürfen gespannt sein, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. So, schön nach oben mit uns. Zack. Und dann direkt hier in unseren Fahrstuhl hinunter. Jetzt muss ich nochmal schauen. Einmal die Map aufmachen. Also, hier bei diesem großen... Ah ja, hier vorne muss ich jetzt gleich schon runter. So, hier. Genau. Jetzt erstmal ein bisschen nach rechts rennen. Und dann sollten wir in das Pilzbiom kommen. Wo wir dann so ein bisschen Pilze abfarmen werden natürlich. Na, hier unten nicht lang, eher hier oben. Und dann machen wir uns noch auf den Weg in das andere Pilzbiom. Oh, hier ist die LSD-Welt. Stimmt, hier ist ja die LSD-Welt auch noch gewesen. Die Untergrund-LSD-Welt. So, aber jetzt ging es hier runter zu den... zu der Mushroom-Dingens, oder? War das hier? Kann ja gleich mal eben... Ups, was war denn da los? Kann ja gleich mal eben auf der Map schauen. Aber ich meine, dass es jetzt hier rechts ist, oder? Ja, doch noch ein Stückchen, okay. Ich weiß nur, dass die beiden Welten doch so ineinander übergegangen sind eigentlich. Aber da war ich wohl ein bisschen falsch informiert. Habe ich das falsch im Gedächtnis gehabt. So, jetzt kommt sie aber, wa? Nee. Ist das eine Mimic? Nö. Ist eine Truhe, okay. Eine Menge Crystal Shards. Könnten wir theoretisch mal mitnehmen, wenn die uns hier schon so anlächeln. Also die, die jetzt hier direkt bei uns liegen. Ach, okay, jetzt habe ich dieses Pilzbiom gekonnt, umgangen. So, Soul of Night, Light, natürlich. Wir sind ja hier in der Untergrund-LSD-Welt und nicht in der Untergrund-Crimson.
So, Illuminati-Fledermaus. Was haben die Illuminaten mit dieser Fledermaus zu tun? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich gar nichts. So, hier geht's runter, ne? Ja, genau. Jetzt sind wir hier in der Pilzwelt und hier gibt's einige Pilze. Und hier sind sogar nochmal die Seeds gefallen. Sehr schön. Dann können wir nochmal ein bisschen mehr Seeds dahin schmeißen. Das ist auch schon mal ein Anfang. So, die beiden nehmen wir auch noch mit. Und dann schön die Pilze mitnehmen. Ey, was? Das ist ja eine... lustig. Eine Qualle im Pilzoptik. Warum eigentlich nicht? Ist das da hinten auch eine Truhe oder ne? Beides Truhen, okay. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, da. So, du teleportierst dich nirgends mehr hin. Aber gibst mir gerne eine Soul of Light. Jo, die nehme ich natürlich liebend gern an. So, und jetzt müssten wir uns mal hier eben runterbauen. Um hier auch noch die Pilze mitzunehmen. So, komm schon. Zack, sehr gut. Und, wow, Soul of Light abgefarmt. So. Ja doch, das waren schon mal ein paar Pilze. Jetzt haben wir 44 Stück wieder. Ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und ihr seht, es braucht doch einige von diesen Teilen, damit das hier als Pilzbiom zählt. Vielleicht haben wir dort noch gar nicht genügend gepflanzt bei uns. Wird sich aber zeigen. Wird sich zeigen, sobald sich das ausgebreitet hat. Zur Not pflanzen wir halt noch mal ein bisschen nach, wa? Warum eigentlich nicht? So, ich mach mal eben die Karte an. Okay, Sackgasse. Dann muss ich wirklich hier oben rum. Und hier unter ist jetzt im Prinzip das Pilzbiom. Ist es jetzt schneller, wenn wir uns hier durchgraben? Ich glaube nicht, oder? Außerdem kommt denn das ganze Wasser da mit rein. Oder habe ich hier schon Durchgang gebaut? Nee. Ja, komm, wir machen uns hier mal einen Durchgang schnell. Ah, ein Wurm. So. Ah, gut, hier kann ich auch ein bisschen Luft schnappen. Zack, sehr gut. Und dann geht's weiter runter. Geht, glaube ich, schneller, als wenn wir uns jetzt nach außen rum da irgendwie mit herumgeschlagen hätten, einen Weg zu bauen. So, hier ist die nächste kleine Höhle. Ja, und dann lassen wir das hier einfach volllaufen, meinetwegen. Ja, warum eigentlich nicht? So, okay. Pilzbiom ist praktisch genau unter uns. Oh, shit. So, wir brauchen Luft. Sonst ersticken wir und das wollen wir ja nicht. Und zack, okay. Sehr gut, wow. Das nenne ich mal Gegnerhorde. Vom Feinsten aber, ey. Na gut, egal. Wir töten sie alle. Bisher haben wir sie noch alle bekommen. Ja, ja, ja. So, Glowing Mushrooms, die nehmen wir gerne mit. Da können wir schöne Dinge mitbauen. So, falls irgendjemand noch Seeds für uns übrig hat, auch die würde ich gerne mitnehmen. Habe ich gar kein Problem mit, die einzusammeln. Mach kaputt den Scheiß. Wow. Oh, da ist Adamantite. Titan, oder? Ne, Orichalcum. Orichalcum braucht doch kein Mensch. So, zack. Alles klar. Hier drüben sind auch noch ein paar Pilze, sogar noch zwei große. Die müssen auf jeden Fall noch mitgenommen werden. Wow, das ist echt ein großes Pilzbiom hier. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch ausgebreitet hat oder was. Aber echt groß. Schön, 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 schön. So, her damit. Da unten sind noch welche. Zack. Und die dort nehmen wir auch noch mit. Glowing Mushrooms, immer her damit. Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft. Okay, dann gehen wir jetzt wieder an die Oberfläche zurück. Und dann gehen wir ein bisschen in den Dschungel. Ein bisschen Plantera killen, würde ich mal behaupten. Damit wir... Oh, guck mal, da, die Cobwebs gehen nicht kaputt oder was, wenn man von unten durch die durchgeht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Lag das daran? Wäre ja lustig. So, ja, ein bisschen Plantera killen sollten wir eigentlich hinbekommen. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Oh, Mann. Ich muss auch meine Hand an der Maus lassen. Ich habe die ganze Zeit gerade weggenommen. Weil ich mir dachte, ach, ich muss ja eh nur nach oben. Einfach so bequem. Die Maus mal hier ein bisschen ruhen lassen. So. Guck mal, hier die Hallowed, wie sie sich hier schon runtergekämpft hat. Aber, naja gut, hier oben ist sie eh schon rüber. Von daher ist eigentlich scheißegal. Es wird dunkel. Okay.
Das trifft sich eigentlich, ja, eigentlich egal. Interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Von mir aus kann es dunkel werden. Haben wir auch nichts von. Da haben wir einfach mal gar nichts von, ne? So. Ja, Plantera müssten wir eigentlich hinbekommen. Das hat die letzten Male ja gut geklappt. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine großen Gedanken. Müsste nur schauen, wo die Plantera-Pflanzen jetzt genau waren. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Unterm Tempel war auf jeden Fall eine. Ansonsten haben wir die Map. Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit die eine Map hier auf? Ansonsten haben wir die Map, auf der wir schauen könnten. Ach, der Typ. Ich vergesse den immer wieder, ne? Letztes Mal habe ich schon so gewundert. Was? Was macht der denn da? Ja, der wohnt hier immer noch. Oh, Mann. Ah, vielleicht können wir auch wieder ein paar Live-Fruits übersehen. Wäre natürlich auch cool. Lange keine Goodie-Bag mehr gedroppt, wa? So, theoretisch müsste jetzt da direkt die erste Goodie-Bag droppen. Weil wenn man sowas sagt... Ah, hier ist eine Plantera-Pflanze direkt. Sehr gut. Das trifft sich schon mal hervorragend. So, die klauen wir einfach mal direkt. Wo kommt Plantera her? Boah, ich dachte gerade, die Katze ist böse. Da ist sie. Okay. Ja, geh weg mit deinem Wichsgriffel. Wow. Ach, scheiße. Nein, sie ist gerade geraged. Sie war gerade geraged, weil ich zu weit oben war. Wie assi ist das denn? Weißt du, die Plantera-Pflanze spawnt da oben. Und dann aktiviert man sie da oben und dann raged sie einfach. So geht's ja nicht, ne? So geht's ja nicht. Das ist nicht die feine englische Art, Plantera, seine Gäste zu empfangen. So, sie ist auf 20.000 runter. Das heißt, wir haben hier schon ein bisschen was abgezogen. Ja, doch. Kann sich schon sehen lassen. So, komm, hau ihr jetzt die Dinger rein. Und gleich wird sie wieder in ihre nächste Form gehen, wa? 18.000, okay. Notfalls gehen wir einfach den ganzen Weg wieder nach oben. Aber ich würde eigentlich gerne nach unten gehen. Einfach nur, damit wir... Wow, okay, jetzt wird sie gleich sauer. Jetzt wird sie gleich sauer, genau jetzt. Okay, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Oh, oh. Wie viele Lebenspunkte habe ich noch? Oh ja, doch, das geht noch. Ich muss jetzt nur mal irgendwie mich entscheiden, wo ich lang will. Da rechts war schon der Hive. Oder das Hive, ich weiß es nicht. Ah, ist immer wieder schön, auf englische Namen sowieso einen deutschen Artikel zu bilden. Ist eigentlich eh stumpf. Aber mache ich irgendwie immer. So, wie viel hast du noch? Viel kann es aber nicht mehr sein, Plantera, ne? Ne, 6.000. Okay, also schaffen sollten wir sie auf jeden Fall. Ich hau mir einen Heiltrank rein. Oh, da haben wir wieder einen Arm von ihr zerstört. Zack, einmal durch sie durchgehen. Wow. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so klug war. Wie viel hat er noch? Oh ja, 2.000. Das ist nicht mehr viel. Das bedeutet, wir müssten sie eigentlich gleich besiegt haben. Na komm her. Ja, da ist sie down. Da ist sie down. Hat uns wieder mal die Wasp Gun gedroppt. Und ein Seedling. Was ist denn der Seedling? Wen haben wir da gesammelt? Ach, guck mal, so ein klein. A Pet Saibling. Oh, der ist aber auch niedlich. Ja, coole Pets, die man hier kriegen kann. So, unser Inventar ist voll. Und deswegen müssen wir mal ein bisschen aufräumen, bevor wir hier irgendwas liegen lassen. Hier die Greater Healing Potions kommen hier natürlich wieder mit rein. Dann die Blink Root Seeds, die können weg. Die Mushroom Seeds, nein, die brauchen wir. Crystal Dinger werden wir nicht mehr finden. Cobwebs können weg. Bomben können weg. Die Schildkröte kann von mir aus auch weg. Geh sterben. Die Unholy Arrows können weg. Der Temple Key kann hier rein. Der kommt hier rein. Wow, Vorsicht. Ich würde trotzdem gerne die Katze nämlich wieder beschwören. Die finde ich cooler als dieses Saibling-Dingens da. Und ja. Ansonsten irgendwas, was hier noch rein muss. Die Jungle Rose, die Wasp Gun. Okay, das reicht. So, die nächste Plantera-Pflanze kann von mir aus kommen. Oh, da unten ist sie sogar direkt. Als hätte ich gewusst, dass sie da ist. Nö, wusste ich aber echt nicht. War jetzt ein bisschen Zufall. Aber hey, warum eigentlich nicht? So, direkt mal eben wegkloppen. Du kannst sterben gehen. Und ja, die nächste Plantera-Pflanze wurde aktiviert. Von wo kommt Plantera? Plantera? Ah, von unten, alles klar. Dann hauen wir hier mal so ein paar von unseren Teilen runter. So, wow. Jetzt ist er aber nah an uns rangekommen auf einmal. Egal, kein Problem für uns. Wir haben keine Angst vor Gespenstern und vor Plantera sowieso nicht. So, komm her, kleine Plantera-Pflanze, komm her.
Ja, nach oben gehen ist eigentlich nicht so klug. Nicht, dass sie auf einmal gleich wieder am Upragen ist. Das wäre ziemlich unschön. Was ist denn da drüben für ein Tunnel? Wann habe ich denn den gegraben? So gerade runter, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wow, das war nicht so klug. Ah, hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Und bald ist sie schon am Ragen. 18.000 hat sie nur noch. Geht jetzt gleich in den 17.000er runter. Yo. Na komm. Ja, ja, schießt du mal ruhig auf mich. Also die Form macht echt nicht so viel Schaden. So, jetzt rastet sie aber gleich aus. Jetzt rastet sie aus. Genau, jetzt ist es der Fall. Jetzt muss ich aufpassen. Und den ersten Heiltrank mal reingepfiffen, schnell. Alter Vater. Wow, jetzt kommt sie aber hier nah. Das mag ich nicht. Ich mag das nicht, wenn man mir so nahe kommt. Da fühle ich mich bedrängt. So, Plantera, komm hier hinter mir her. Deine ganzen Pfoten würde ich gerne mal kaputt schlagen. Deine Wichsgriffel hier, die kannst du gerne von mir lassen. Oh, Lebenspunkte, die nehmen wir mit. Und jetzt geht die Reise wieder nach unten. So, wie viel hat er noch? Oder sie? Keine Ahnung, Plantera hört sich irgendwie für mich weiblich an wegen dem A am Ende. Viele weibliche Namen haben ja ein A am Ende. Wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, dann habt ihr heute jetzt wieder was gelernt hier bei mir. So, ja, oh, nur noch so wenig, da bleibe ich stehen. Und das ist ein Leafblower. Yay, und der Pikmin, yay. Damage und Speed sind zwar niedriger, aber egal, den können wir dann einfach uns gleich nochmal zusammenzimmern, so wie wir lustig sind. Was ist das hier? Ruthless Leafblower, a Magic Damage. Okay, 50 Magic Damage, 4 Mana nur. Sieht lustig aus. Okay. Machen wir weiter. Suchen wir die nächste Plantera-Pflanze. Oh, da ist eine Motte. So. Oh, die hat diesen Dust gedroppt. Sehr schön. Da kann man. Da ist ja noch eine Motte. Töte sie! Geht doch. Die hat keinen Dust gedroppt. Schade. So, den Dust kann ich auf jeden Fall verkaufen, nämlich. Den haben wir nämlich, die Flügel von der haben wir nämlich schon. So, jetzt muss ich nur wissen, wo war die nächste Plantera-Pflanze. Ich renne hier gerade so ein bisschen ziellos durch die Gegend. Ich weiß, dass beim Tempel noch eine war. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen auch erstmal einen Cut. Denn wenn ich einen Blick auf die Uhr werfe, sagt mir die Uhr, Grants, du musst einen Cut machen. So, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Bis dahin, mach's gut. Ciao.